Nur einen kurzen Moment sind sie unaufmerksam. Und schon fällt das iPad vom Tisch oder jemand tritt drauf. Und das schöne Retina-Display sieht nicht mehr ganz so schön aus. Jetzt könnten Sie das Gerät natürlich zu Apple zur Reparatur einsenden oder in einem Apple Store austauschen lassen. Doch das ist teuer. Schneller, günstiger und einfacher funktioniert das bei Spezialwerkstätten wie der Phone Clinic hier in München. Und wie genau die Reparatur eines iPads abläuft, das schauen wir uns jetzt an. Hallo, ich habe hier einen Patienten mitgebracht. Mein iPad ist kaputt. Oh je, ich sehe schon. Was ist denn passiert? Da ist jemand draufgestiegen. Da hat jemand nicht aufgepasst und ist mitten aufs Display gelatscht. Mhm. Kann man denn da noch was machen? Lässt sich das noch reparieren? Das ist gar kein Problem. Da müssen wir die Front austauschen. Okay. Das kriegen wir hin. Wunderbar. Wie lange dauert das denn? Circa 1-2 Stunden bräuchten wir das. Super, das geht ja schnell. Ja. Kann ich mir vielleicht anschauen, wie das funktioniert? Gerne, kein Problem. Dann kommen Sie gleich mit. Dankeschön. Jetzt sind wir sozusagen im Operationssaal der Phone Clinic. Wie geht jetzt die Reparatur genau vor sich? Also wir werden jetzt das Gerät nehmen und die alte Scheibe zuerst mal auf eine bestimmte Temperatur erhitzen und die alte Glasscheibe dann entfernen. Und dann geht alles ruckzuck. Dann kommt die neue Glasscheibe drauf, da wird das Gerät entstaubt innen drin und dann wird ein neuer Klebesatz aufgetragen, neue Scheibe wieder drauf. Eingeklammert das Ganze für eine gewisse Zeit und das war es halt im Endeffekt schon. Also die meiste Arbeit ist wirklich nur das Glas entfernen. Was für Ersatzteile verwenden Sie denn für die Reparatur? Also wir verwenden hier in der Phone-Klinik ausschließlich Apple-Original-Ersatzteile. Unsere Ersatzteile werden auch von Apple geprüft und uns freigegeben. Und daher können wir den Kunden garantieren, dass er hier originale und gute Qualität bekommt. Mein Reparaturfall war jetzt ein Glasbruch. Was sind denn andere häufige Schäden von iPad oder iPhone, die Sie hier in der Phone-Klinik haben? Also an erster Stelle sind natürlich die Sturzschäden, wie in Ihrem Fall. An zweiter Stelle haben wir Wasserschäden. An dritter Stelle sind es dann halt so Verschleißerscheinungen wie Home-Button-Defekt, An-Austaste-Defekt. Das kommt jetzt gerne mal vor. Da lassen sich ja viele Sachen reparieren, aber es gibt manche Schäden, die wohl, wo nichts mehr gut zu machen ist. Was ist denn das? Also in erster Linie natürlich Wasserschäden, die in Verbindung mit Salzwasser hervorgekommen sind. Und das ist dann meistens nach einem Badeurlaub oder sonst was in den Meer gefallen. Und da entsteht dann so schnell Rost in dem Gerät und das frisst dann alles sich rein und das kann man leider auch nicht mehr retten. Das iPad ist wieder ganz und sieht wieder wunderschön aus. Die Reparatur hat jetzt ungefähr 1 Stunde gedauert. Das ist ja richtige Expressgeschwindigkeit gewesen. Ja, wir haben ja auch den Express-Service durchgeführt bei Ihnen. Das würde in diesem Fall 219 Euro kosten. Hätten Sie die Standardvariante gewählt, hätte es circa 2 Tage gedauert und hätte dann 199 Euro in Ihrem Fall gekostet, weil es ein iPad 3 ist. Okay, aber ich wollte es ja sofort haben, da habe ich das Geld dann gut investiert. Ich sehe hier nicht nur Apple-Geräte, in dieser Vitrine. Es gibt auch Nokia und HTC. Das heißt, Sie reparieren auch andere Geräte als die von Apple. Richtig. Also Apple machen wir natürlich die ganze Bandbreite. Aber wenn ein Kunde kommt mit einem Displayschaden an seinem Samsung, HTC, Sony Ericsson oder Nokia, das machen wir natürlich auch sehr gerne. Da müssen wir die Teile zwar bestellen, dauert dann ein paar Tage. Aber in der Regel können wir auch alle anderen Reparaturen durchführen. Sind diese Geräte jetzt von HTC beispielsweise schwieriger zu reparieren als ein Apple iPhone? Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. HTC hat ja eine riesen Bandbreite an Modellen. Einige Modelle sind sehr einfach, aber andere Modelle, die rauben uns auch den letzten Nerv manchmal. Okay, ich bin auf jeden Fall wieder vollkommen zufrieden. Mein iPad ist wieder ganz und deswegen kann ich jetzt glücklich nach Hause gehen. Und tschüss.